Just keep on doing what you do, doing what you do, doing what you do, doing what you do, doing what you do. Do what you like to, what you like to do, do what you like, do what you like to, what you like to do. Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe gedacht, ich nehme wieder die Kamera mal mit für heute und vielleicht auch morgen so durch den Alltag. Bei uns ist ein Wochenendtag. Wir waren schon in der nächsten größeren Stadt, ein paar Besorgungen machen, das zeige ich dann auch kurz. Ich nutze die Zeit, also der Jüngste schläft bei uns noch im Auto. In der Zwischenzeit werde ich schnell Wäsche falten und dann ist auch schon Zeit fürs Mittagessen. Also mein Name ist Anna, ich bin die Mama von 4 Kindern und zeige in meinen Vlogs so ein bisschen meinen Haushalts- und Mama-Alltag und ja, ich schaue solche Videos selbst immer gern zur Motivation und ich finde, das schafft auch so ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, weil ja, bei der Hausarbeit hat man jetzt nicht keine Kollegen oder so, mit denen man sich austauschen kann und ja, mit dem Jüngsten meiner Kinder bin ich jetzt noch in Elternzeit, also habe viel Zeit für den Haushalt, das ist der einjährige Quinn. Und dann habe ich auch noch einen vierjährigen Sohn, der Timon heißt, eine sechsjährige Tochter Kira und eine achtjährige Tochter Taya. Und hier bin ich im Zimmer des Jüngsten, dem aber noch nicht schläft, deswegen steht da noch unser Gästebett drinnen. Und Quinn ist dann aber gleich aufgewacht, also kurz darauf, dann sind wir mit ihm schon ins Wohnzimmer gewechselt und haben noch den Frühstückstisch abgeräumt. Diesen wunderhübschen Wiesenblumenstrauß oder Gartenblumenstrauß haben wir übrigens von Kindern, die gestern eingeladen haben, geschenkt bekommen. Total nett und so hübsch. Und dann war es auch schon Zeit für das Mittagessen und an dem Tag habe ich so ein selbst ausgedachtes Rezept gemacht. Käse-Sahne-Huhn, das ist einfach nur angebratenes Huhn mit etwas Zwiebeln und für die Soße gebe ich dann Sahne dazu, zwei Schmelzkäse-Ecken und etwas Parmesan und ein bisschen Rübensirup, auch für die Farbe und für die Süße. Das essen wir dann gerne mit angebratenen Schupfnudeln, nicht sehr diättauglich, aber alle mögen es sehr gern. Und während ich gekocht habe, hat die Älteste den anderen vorgelesen. Mit den ersten Sonnenstrahlen wieder ein einsamer Schwarm sein. Und mit Tränen reicht die Prinzessin Odette dem verzweifelten Prinzen Siegfried die Hand. Dazu haben wir dann noch ein bisschen Brokkoli gegessen. Und ja, dann war schon Zeit eben fürs Mittagessen. Am Nachmittag hat uns dann noch mein Vater, der Opa der Kinder, besucht und die Kinder haben was vorgeführt. Leider ist nicht nur der Vorhang runtergefallen, sondern auch dieses Bild, das ist so eine Collage mit verschiedenen Familienfotos, ist dabei auch runtergefallen und zu Bruch gegangen. Und ja, das hat auch Glas gehabt, deswegen ist ein Glück, dass nicht mehr passiert ist. Und die Kinder sind heute noch bei einer Übernachtung eingeladen, also die zwei älteren Mädchen. Die bringe ich dann bald zu ihren Freundinnen und dort werden sie eine Nacht lang schlafen. Und sie freuen sich schon total und wir werden noch zusammen ein bisschen backen, ein paar Sachen. Und ja, mit Timon unternehmen wir auch was Schönes. Da haben wir einen Spielenachmittag und Filmabend geplant. Und ja, wenn die Kinder so ungeduldig sind, dann hilft es immer, wenn sie sich ablenken können. Also zum Beispiel, da waren sie vorher schon so hungrig. Das war gut, dass die Älteste den anderen gelesen hat. Und in dem Fall, da konnten sie es nicht abwarten, obwohl wir sowieso noch Besuch hatten, dass sie zu ihrem Übernachtungsbesuch losstarten konnten, der aber erst am späten Nachmittag war. Und deswegen haben wir schon mal gebackt mit ihnen. Das ja, stimmt sie dann quasi ein und das, da sind sie schon in Vorfreude und da vergeht die Zeit schneller. Dann habe ich noch ein bisschen in der Küche weiter aufgeräumt. Meine Älteste hat mir dann gezeigt, was sie alles eingepackt hat. Sie fragen auch dann noch, sie stimmen ab, ob sie nicht noch irgendwas vergessen haben mit mir. Deswegen, das ist recht gut, wenn sie nochmal alles zeigen. Aber sonst packen sie schon selbstständig. Jetzt ist schon der nächste Tag. Ich habe die Kinder von ihrem Übernachtungsbesuch abgeholt und dann gleich zu Ballett gefahren. Sie haben heute ein extra Training gehabt. Ja, jetzt sind wir alle im Auto, weil sie bald Aufführung haben. Und jetzt fahren wir noch nach Hause. Jetzt gibt es dann gleich Mittagessen. Und mein Mann war offensichtlich fleißig, während wir nicht da waren und hat schon diese Eschen, die da direkt vor dem
Haus gewachsen sind, an der Stelle da abgesägt. Der muss das wohl noch klein hacken. Also da haben wir nämlich Angst, dass die Wurzeln zu nah am Haus wachsen. Und zu Hause ist es zumindest der Boden schön sauber. Da habe ich nämlich, bevor wir losgefahren sind, den Saugroboter, also den Saug- und Wischroboter angestellt. Der ist inzwischen gefahren und hat schön aufgeräumt. Nur ja, da hinten steht noch das Frühstücksgeschirr und ja, damit müssen wir auch noch etwas machen. Das müssen wir zerkleinern in den kaputten Rahmen. Und ja, beim Rahmen, den habe ich, wie gesagt, dann zerkleinert und weggeräumt. Und ich bin mir mal gar nicht sicher, ob in diesem Gang noch irgendwas hinkommt, weil, wie gesagt, das ist schon, also das ist der zweite, den wir an der Stelle hatten. Der erste ist genauso zu Bruch gegangen, weil die Kinder eben da im Gang, da, weiß nicht, die runterwerfen beim Durchlaufen. Und vielleicht ist es einfach sicherer, wenn jetzt mal die nächsten ein, zwei Jahre der Gang leer bleibt. Und dann habe ich gekocht, und zwar wollte ich an dem Tag Suppe machen. Und diese Fleischklößchen habe ich eingefroren gehabt, eigentlich für zum Beispiel Tomatensauce, essen wir gerne dazu und Nudeln. Aber um mir Zeit zu sparen, wollte ich jetzt nicht neue aus Hackfleisch machen. Ich verwende die einfach für Suppe und werde einfach aus einem großen Klößchen, also ich habe sie schon aufgetaucht in der Mikrowelle, drei kleine machen und dann geht das genauso. Eigentlich wollte ich die Suppe machen nach einem Rezept, das ich in einem der Kommentare von einem anderen Video bekommen habe, aber ich habe das dann nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich einfach nach Geratewohl gemacht mit ein bisschen Gemüse und eben diesen Klößchen drin und einem Hühnerfond, den ich noch hatte, eingefroren. Und dazu haben wir Gebäck, das wir vom Frühstück übrig hatten, noch gegessen. Nach dem Mittagessen wollten die Kinder zuerst etwas basteln. Aber dann haben sie gehört, dass der Papa draußen noch Bäume gefällt hat und dann wollten sie auch gleich drauf. Also am Vortag war mein Papa zu Besuch und der hat erzählt, dass dass Eschen sehr starke Wurzeln haben und dass sie nicht zu nah am Fundament gepflanzt sein sollten, weil sie das beschädigen können. Und ja, dann haben wir die gleich abgesägt, solange sie noch klein sind und das nicht so viel Aufwand und Arbeit ist. Und ich werde als Nachmittagssnack, den die Kinder immer besonders schnell brauchen, wenn es Suppe gab zum Mittagessen, wieder unsere kleinen Quarkküchlein machen. Und ja, da kommt fast nichts rein. Eben die Hauptzutat ist Quark. Und ich werde heute eine große Packung nehmen, 500 Gramm, weil ich glaube, die sind relativ hungrig, die Kinder. Und dann gebe ich noch zwei so Vanillezucker rein, ganz ein bisschen Backpulver und ein Ei. Also im Sommer bekomme ich die Eier oft von einer Nachbarin hier, die Hühner hält. Und ja, die sind riesig, diese Eier, im Vergleich zu normalen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht, aber ich glaube, selbst für die doppelte Menge wird mir jetzt hier ein Ei ausreichen. Normalerweise nehme ich 250 Gramm und eben auch ein Ei, also 250 Gramm Quark. Und dann kommen noch ungefähr so, vielleicht so 5, 6 Esslöffel Mehl dazu und das Ganze backe ich dann in Butter aus. Also ich mag das ganz gerne, das Rezept, weil ich esse sie selbst gerne. Die sind sehr, wirklich sehr flaumig und saftig und viel, ich finde auch, also durch den hohen Quarkanteil gesund für Kinder und sehr wenig Zucker ist drinnen. Die muss man einfach nur für ein paar Minuten ausbacken auf der Pfanne, damit die besser vom Löffel flutschen. Gebe ich ihnen hin und wieder unter Wasser oder in ein Wasserglas rein. Das noch so als Tipp. Und ja, Quinn ist jetzt abgestickt, der Jüngste ist 16 Monate und braucht deswegen auch viel Zwischenmahlzeiten. Und eine neue Tasche habe ich auch gekauft, das wollte ich auch noch zeigen. Und zwar sieht sie fast genauso aus wie meine alte. Und die ist jetzt aber schon wirklich schon nicht mehr so schön. Und dann darf man das Wasser spontan kaufen. Da habe ich gleich die neuen Sandalen von Queen noch eingepackt. Ja, und ich brauche eben eine relativ große Tasche. Für den Sommer wollte ich eben etwas Leichtes, also eine helle Farbe. Und ich liebe das, wenn die Taschen sehr viele Unterteilungen haben und so Untertäschchen für Handy, für alles Mögliche. Und ich werde sie gleich mal umpacken. Raya hat schon gesagt, sie möchte die alte Tasche zum Spielen haben. Die bekommen dann die Kinder. Meine Tasche, die versuche ich nicht ganz so voll zu räumen, damit es dann nicht so schwer ist zum Herumschleppen. Aber so ein paar Basics, die braucht man nicht mit Kindern. Also hier habe ich mal ein kleines Täschchen mit Windeln und Feuchttüchern für unterwegs, für Quinn. Da noch eine
Mini-Reiseapotheke, die ist auch immer dabei. Das sind eigentlich nur ein paar Haargummis und Haarspangen für die Kinder, ein paar Pflaster und ja, ein Aspirin für mich, auch noch ein kleines Taschenmesser. Das hat auch so eine kleine Pinzette dabei, falls mal ein Kind sich einen Holzsplitter einzieht oder eine Zecke einfängt. Dann noch eine Sonnencreme für die Kinder, auch für unterwegs zum Eincremen. Und ein kleines Mini-Wechselset zum Anziehen für Queen, also mit einfach nur Socken und einem T-Shirt, falls sie sich mal unterwegs nass oder zu schmutzig macht. Ja, und das war's eigentlich. Und ja, meine Geldbörse habe ich da noch drin. Das Handy habe ich schon rausgenommen und ja, die Flasche habe ich da noch drin, weil wir gerade nach Hause gekommen sind. Der Wasser haben wir eigentlich auch immer mit dabei und ja, noch eine Maske. Und das war's. Und das kommt dann gleich in meine neue Tasche hinein. Keep on Und was ich eigentlich auch immer dabei habe und super praktisch finde, nur gerade habe ich es gewaschen und jetzt habe ich es aus der Wäsche noch rausgekramt, ist so ein kleines, eine kleine Einkaufstasche in so einem Beutel, den man dann ganz klein falten kann. Und bei Bedarf hat man dann immer dabei, wenn man gerade ein paar Sachen mit in den Einkauf transportieren muss. Und an dem Nachmittag haben wir dann nur mal die Bettwäsche der Kinder gewechselt eigentlich. Dann haben wir den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen. Ja, wir waren jetzt relativ lang im Garten, aber heute ist es wirklich relativ kalt draußen. Die Kinder sind, glaube ich, recht ausgekühlt, deswegen haben wir jetzt noch den Ofen angemacht. Das ist recht praktisch, wenn man nicht mehr heizt und so. Dann in den Übergangszeiten oder wenn es einmal auch wirklich kalt ist im Sommer, dann kann man den anmachen. Dann wird es gleich wieder kuschelig. Jetzt schicke ich die Kinder auch noch zusätzlich in die Badewanne. Dann ist auch schon Abendessenszeit. Ja, das war unser Wochenende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann sehen wir uns öfter und ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!